Hallo und herzlich willkommen hier zu Enshrouded. Es geht wieder weiter hier, Leute. Ja, wir sind jetzt in dem, wie heißt es, Heiligtum von der Königin da drin. Wie heißt denn das nochmal? Grabschleierkatakomben sind wir. Das hat aber mit der Quest das Grabmal der Königin zu tun. Genau, das wollte ich sagen oder wissen. Ja, wir müssen jetzt hier Lichtle aktivieren, also Schalter finden. Einen haben wir schon. Da mal weiter gucken. Hier oben sehen Haken. Okay, die Sache hat also wieder mal einen Haken. Das nützt mir nichts, nein. Da sind wir drin gewesen. Mal schauen, wie ich da hinkomme, dass ich den Haken benutzen kann da oben. Jetzt so rum. Ah ja, da haben wir mal gegen Gegner schon gekämpft. Die Tür geht ja mit Dietrich vielleicht dann auf. Nee, die geht gar nicht auf. Die ist nicht anklickbar. So, mein Ehrlichtrank ist eh leer geworden. Okay. Der läuft hier nur 5 Minuten. Dann eigentlich nicht so toll vom Gebrauch her. Da müssen wir halt immer ein paar dann dabei haben, damit er was bringt. So, von da aus müsste ich da den Haken nützbar haben, oder? Ja. Mit Anlauf. So, zack. Ja, da können wir ein bisschen Indiana Jones machen. Der würde das mit seiner Peitsche machen, sich darüber schwingen. So. Das ist ein Schalter, den müssen wir abschießen. Jawohl. Na, alle Ernsten, das hätten wir doch auf den. Na, vielleicht auch nicht. Da hätte man vielleicht gar nicht gesehen, den Schalter. Ne, bevor ich da groß motz. Ja, hier oben ist ein bisschen das Dach kaputt. Wie viele Schalter haben wir jetzt? 2. Okay, wo könnten die restlichen Schalter versteckt sein? Ich weiß nicht, ob da irgendwo Miasma oder so. Miasma. Ah, jetzt will ich doch mal gucken, ob ich da vielleicht das Tor aufspringen kann. Lass mich mal gucken. Ineffektiv. Gegner getötet. Hm. Ich glaube, es geht nicht auf. Ich konnte den Gegner natürlich suchen. Nee, so kriegst du die Tür nicht auf. Die geht nicht kaputt wahrscheinlich. Da können wir ewig drauf hauen. Bis uns die Waffen am Arsch sind. Dann müssen wir anders gucken, wie wir da noch 2 Schalter finden. Standort heißt sie wieder mal oben. Ja gut. Da geht es wieder nur ins Miasma. Ah, da sind Türen. Da brauchen wir Dietrich. Aber ist kein Problem. Wir haben noch ein paar. Okidoki. Aha, ja. War klar. Das ist ein blödes Nest. Aber jetzt ist er Ruhe. Oh. Okay. Da musste ich sogar aufspringen, oder wie? Ist ja drollig. Ja, weil hier ist wieder das komische rote Zeug. Da ist zwar eine Treppe, aber ja, die führt da
Das ist keine Lava im eigentlichen Sinne, ne? Das ist irgendwo ein Hakenpunkt. Ja, da wäre ein Hakenpunkt. Ja gut, nehmen wir aber die offizielle Route. Wo kommt denn der noch her? Ich habe doch ja eine Sieg gemacht. Nachzügler hier auch noch. Warte mal. So, wir nehmen mal ein bisschen Ausdauer steigende Mittel ein. Ja, der Honig hat es jetzt nicht geschnackelt, oder? Ne, der ist noch aktiviert. Okay, gut, passt. Ja, damit wir nämlich genug Ausdauer haben beim Klettern. Dann nochmal kurz ausruhen. Weil beim Klettern verbrauchst du unheimlich viel Ausdauer. Und da haben sie extra das Gitter ein bisschen kaputt gemacht, dass du ein bisschen länger Ausdauer brauchst. Das ist ein Sprengfass, das wird man vielleicht brauchen. Standort oben. Na gut, hier ist ein Haken und hier ist ein Haken. Aber lass mich mal ganz kurz hier das Fass zerstören. Ach du. Ah, was? Gegner. Auf den war ich jetzt gerade irgendwie nicht gefasst hier. Alte Mistgurke hier. So, jetzt hast du davon. Na, warte mal. Wir haben noch einen Verband. Den können wir nochmal nehmen. Wie ist denn das irgendwie hier rausgekommen? Aber frag mich nicht wie. Hui. Ja, rüberziehen. Da haben wir eine Truhe. Okay. Rostiges Schwert. Schaden 20. Aufhörbar auf Giftschaden. Schnitt, ja, schön und gut. Nahkampfwaffe. Ja, es ist, glaube ich, auch nicht der Bringer. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, unser... Ja, das hat Stufe 8 zum Beispiel. Hat 22 Schaden. Ja, das war schon. Kein Schalter, nix hier. Hat das ja öd, Leute. Also, da bin ich jetzt nicht so zufrieden. Jetzt könnten wir da wieder zurückklettern. Warte mal, Leute, was ist denn eigentlich hier? Ah, nee, das spielt keine Rolle. Okay. Die Frage ist halt, wo es hier die weiteren Schalter gibt, ne? Also das war es schon mal nicht. Gibt es denn hier hinten rum? Ja, da war das Flemmle viel zu langsam. Ja, in mir ist mal rumtorn hier. Vielleicht gibt es hier nochmal irgendwo Türen. Seid ihr jetzt wieder hergekommen? Mach ich alle kalt. Jetzt solltet ihr wissen. Also aber irgendwo muss doch hier noch Schalter sein. Oh, so ein blöder Polyp. Warte mal, den machen wir mal kaputt. Ich kenne mich, ich laufe mal unachtsam an dem Ding vorbei und dann platzt. Irgendwas höre ich da hinter der Wand. Hört sich irgendwie wie Stachelfalle an oder so. Ganz nach Hause, aber die ist offen. Hier waren wir bestimmt schon. Ausgeruht inaktiv. Das ist aber ganz schlecht. Ah, hier brauchen wir noch einen Dietrich.
So, aber ich brauche mal ganz kurz Aufladung hier wieder. Jetzt war mir ein bisschen zu wenig. Mal wieder auf 8 Minuten laden. Ja, jetzt haben wir halt leider keinen Ausgeruht-Buff mehr. Der wird uns ein bisschen mehr Ausdauer halt noch schenken. Da. Hier geht's hoch, hier bleibt noch unten. Ist die Tür von der anderen Seite? Nee, das ist eine andere Tür. Wo komm ich denn du her? Die Viecher schleichen die hier mal von hinten irgendwie an. Das habe ich eigentlich gar nicht gern. Ja, das sind wir eh schon wieder aus dem Miasma raus. Okay. Ja, wir müssen hier schon bleiben, warte mal. Mal gucken. Also die Tür da ging nicht auf. Dann wird es hier irgendwie ein Parcours sein, hier wieder mal. Ja. Das sind die Stacheln. Hab ich doch gesagt. So, nach welchem Schema geht es hier? Einfach schnell drüber. Lehrlingszauberstab, okay. Ja, aber kein Schalter. Jetzt ist die Tür offen. Okay. Wir haben aber wieder keinen Schalter gefunden. Ja, wie soll das hier weitergehen, Leute? Gucken wir sicherheitshalber nochmal, ob ich da was übersehen hätte. Das hört sich mal schnell, ne? Das hat sich ja mal schnell, dass man den Schalter übersieht. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ja. Aber da hat es doch irgendwas mit dem Text zu tun. Ja, das einmal erst schau nach links und. Aber mit dem Himmel, ja, ist halt immer noch Standard oben, aber wir kommen ja nicht weiter hoch. Ja, den Schalter hätten wir von unten gekriegt, ne? Ja, die Anzeige ist auch ein bisschen merkwürdig. Wir haben halt auch keine Guides hier, wo sagen, ja, wo wir hin müssen, ne? Das ist das Problem. Und hier war ja auch nichts mehr. Da war einmal Schalter und dann war gut. Wenn gut, hier drüben wäre noch was, aber... Da kommen wir nicht hin.
Oder kommen wir da hin? Können wir vielleicht hin? Na, wie war das hier nochmal? Ah ja, stimmt, man müsste hier hochklettern. Und hier schaffe ich es ja nicht. Oder ist da irgendwo ein Haken? Nee, das ist kein Haken. Ah, ja, die Tür haben wir vergessen einzuschlagen. Gut, aber das jetzt hier so einen großen Unterschied macht. Hier was? Na, eine Kiste. Mit Heilungssturm drin, das wird Zauberstabaufladung. Ja, das ist ein blöder Polyp. Moment. Weg damit, kurz warten, bis das hier weg ist. Sind wir hier. Da könnte man sich jetzt lang sneaken eventuell an dem Rand. Das bringt aber nichts, oder? Das bringt ja gar nichts. Nee. Der wird zuwachsen oder wie? Ich habe keine Ahnung, Leute. Zwei Schalter brauchen wir noch. Was soll die sein? Wo sollen die sein? Metallschrott. Okay. Nehme ich gern mit. Aber ansonsten. Du musst den Mies mal. Da waren wir schon drin. Warte. Ja, da waren wir schon. Genau, das war das eine hier. Wo ist jetzt der Haken hier? Ah, Ausdauer. Immer noch Ausdauer. Ja, wie viel brauche ich denn da? Ah ja, okay. Ah. Das liebe ich wieder, wenn ich nicht weiß, wo es weitergeht. Wenn ich mag, Rätsel spiele. Ja, ja, das kennt ihr ja von mir, aber... hier in dem Spieler würde ich das jetzt nicht so erwarten, dass wir hier so arge Rätsel haben. Mein Gut, ich lese nochmal die Inschrift. Der Weg nach rechts führt zur jüngsten einst Tochter der Lieder. Legt alles Leid, legt die Axt nieder. Flut. Hauptraum gedenkt Mutter und mittleren Sohn. Blick ich nicht. Lassen wir weitergehen, Leute. Blick's nicht. Haben wir eigentlich alles gemacht? Na gut, hier haben wir noch ein Gitter, wo wir nicht durchkommen.
Ah, da kommst du halt ein Ding von unten her. Warte. Ich setze halt nicht auf das Tor. Muss irgendwie von irgendwas getriggert werden. Da. Kontrolliert. Ah, Moment mal, hier ist noch ein Schalter. Es könnte das geöffnet haben, was wir offen haben wollen. Ups, da war ich kurz vor der Brühe. Oder was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Konzentriert es mir erstmal. Und es hat ordentlich zugesetzt. So, jetzt gucken wir mal, ob offen ist. Nee, doch nicht. Okay. Aber wir haben drei Lampen, okay. Ja, wo ist der letzte Schalter? Wo ist der letzte Schalter? Das ist die große Frage. Mich würde es halt auch interessieren, wie komme ich da rein? Die Tür hier. Man meint ja fast, es hat was mit da drüben unten zu tun. Also wo wir jetzt gerade waren. Ja, das... Ja, schau an. Das zieht uns halt ordentlich gleich sofort das Miasma ab. Das ist das Problem. Also die Widerstandskraft. Deswegen muss ich jetzt gleich mal aufladen. Weil ich da ins Rote reingekommen bin. Das war nicht gut. Gut, jetzt habe ich halt ganz lang gewartet hier. Also hier war der Schalter. Gefahrt, ey. Da ein bisschen berührt und wieder hier gleich. Irgendwo ein Geheimgang noch. Dass man sich irgendwo hochziehen kann. Ja, doch, hier oben ist halt noch was, ne? Ist die Frage. Ah, guck an, hier, ja. Okay. Da hätten wir hochgemisst, ja, jo. Jetzt haben wir verschnorcht. Ja, dann klappt's aber im Level. Ich bin ja nicht rum. Wer stöhnt, dem kann ich helfen. Da habe ich so ein schönes Schwert hier. Da. Das war's. Ah. Oh Mann, Leute. Der blöde Durchgang aber auch, ne? Ja, wenn man da ein bisschen mehr geführt werden würde, wäre das Ganze ein bisschen einfacher. Du hast halt mehr Rätsel. Ja gut, wer drauf steht. Weil wie gesagt, ich mag Rätsel, aber hier in dem Spiel hätte ich es halt nicht so krass erwartet. Dass das so ein Rätselspiel ist. Ja, ein Riesensarg. Erlands Bollwerk, Schild, Stufe 8. Block 7, Parierkraft 20. Haltbarkeit 110. 25 Lebenspunkte. Selbst im Tod vereint die Königin diejenigen, die Schutz hinter dem Schild versuchen. Gut, okay, da können wir gleich mal. B. Charakter. Das Schild hat Block 7. Wird ausgetauscht. Ja, es ist ein bisschen besser, aber Block 7 hat es auch. Es sieht halt stylischer aus. So, und das alte Schild.
Ach, das kann ich einfach nur wieder da wegschmeißen. Das kannst du, ja. Brauche ich nicht mehr. Fügen wir uns mal kurz den Bogen hier durch. Leck und der. Hm. Müssten wir fast mal aufwerten. Den müssen wir einmal. Ja, wir haben so viel, was wir mal kurz aufwerten müssten. Zauberstab Lehrling. 20 Schaden. Na, ich glaube, den können wir zerlegen. Der, ja, das habe ich so viel gesehen. Das rostige Schwert. Ganz ehrlich, ja, sieht man schon, dass man da wenig Münzen kriegt. Kann man auch zerlegen dann sozusagen. Da. Gut, wo geht's jetzt weiter? Zurück wieder, ne? Suche im Alchemist Tower. Ja, das ist eine neue Quest wieder. Tap und tap. Ja, das Schild ist. Aber es gibt das Licht ab? Ich weiß es gerade nicht. Na, es könnte ein bisschen leuchten. Aber das Schwert, es gibt halt wirklich Licht ab, ne? So, das hätten wir also auch. Distelsam. Der Mörsers Alchemisten, das nehmen wir dann eigentlich auch gleich mit. Jetzt könnte man natürlich hergehen und das hier weiter nach hier oben versetzen. Ja, Leute, da ist mir jetzt das Spiel komplett abgestürzt. Mein OBS ist abgestürzt. Da ist ein bisschen viel abgestürzt. Na gut, der ganze Computer ist nicht abgestürzt, aber ja, es ist, war irgendwie eine Kettenreaktion. Ja, wie ihr seht, ich habe jetzt gerade frisch reingeladen und wir sind genau hier gelandet, wo wir uns auf Lämpchen gebaut haben. Mein gut, das erübrigt sich jetzt ganz großartig hier. Dann können wir das auch abreißen, kann es kürzend hier wieder hinten rumlaufen und hier das neue hinbauen. So, mit der Flamme kommunizieren, beziehungsweise. Lass mal ganz kurz gucken, was ist denn jetzt eigentlich hier? Rostiges Schwert. Ah, das hat's. Das hat es gar nicht mehr zerlegt oder wie? Oder hat es jetzt dupliziert? Ich weiß es nicht. So. Ja, wobei, wir haben noch Platz im Inventar. Sonst hätten wir jetzt geschwind gesagt, wir reisen kurz nach Hause, aber das braucht halt wieder Zeit, ne? Flamme tilgen. So, schließen. Dann können wir gleich einen neuen bauen. Warte mal. B. Drei Steine haben wir schon. Eins und zwei. So. Flammenaltar herstellen. Schließen. So. Warum atmet denn der hier so? Hä? Hä? Ja. Sag mal, ist schon wieder das Fleisch leer hier gewesen? Na gut. Ja, auf der Reise brauchen wir unheimlich viel Zeugs. Wölfe. Hm. Why not? So, wir ziehen euch das Fell über die Ohren. Wir wollen eigentlich nur euer Fleisch. Knochen sind halt Obdreingabe. Jetzt könnten wir wieder diese komische blindere Mutter machen. Oder wie sie heißt. Warte mal, ich muss. Ja, doch, ich muss tatsächlich hier rum. Da waren wir schon ganz richtig. Aber es hat auch was Gutes. Dadurch tun wir die Karte noch ein bisschen aufdecken. Da ist zum Beispiel auch so ein Turm, wie ihr seht. Im Miasma. Ich weiß nicht, was der Turm da macht, aber. Rumstehen. Warte mal, was ist denn das hier eigentlich? Hä? Ja, das scheint wieder wie eine Mine zu sein. Lass mich mal kurz was testen. Ja, gut, da kannst du Dings abbauen. Gucken, ob hier oben drüber irgendwas ist. Nee, da kommt schon die massive Wand.
Aber hier kannst du ein bisschen, wie heißt, Feuerstein abbauen. Und Krempel einsammeln. So. Wer war das nicht? Du. Naja gut, das wirft mich jetzt ein bisschen zurück. Ja, was heißt eigentlich nicht? Wenn wir nicht, dann hätte ich eh zu dem Flemmle rennen müssen. Und hätte es halt hier resetten müssen, dass ich das wieder neu bauen kann. So. Ja, die Waffe ist auch schon ziemlich gut gedamaged. Nur echt da oben hoch. Ja, das ist das Problem. Wir müssen da ja oben hoch. Oder auch nicht. Ah, grüß Gott, Wolfies. Er greift an. Die trauen sich nicht hier. Die warten lieber, dass ich zuerst mal schlag. Aber. Ach, jetzt habe ich einen roten Pilz eingesammelt. Das erste, was wir da rausschmeißen, wenn wir mal Inventarprobleme haben. Und denn das hier für blaue Blümle? Flachs! Flachs jetzt nicht mehr. Yes! Aus Flachs kriegt man Leinen, Leute. Das weiß ich nämlich. Flachs ist in so vielen Spielen immer, dass man da dann Leinen draus spinnen kann. Auf Flachs? Nee. Nee. Aber wir sammeln hier erstmal ein paar ein. Das brauchen wir unbedingt. Ja, da müsste ja auch irgendwo Lehm geben. Die Frage ist halt, wo? Ah, da ist wieder so eine blöde Blume. Da bleiben wir ein bisschen weiter weg und nehmen den Bögen. 11. Boah, Level 11 ist die schon. Leute, ich glaube, wir sollten noch nicht wirklich hier sein. Wir sind aber jetzt ein bisschen niedriger mit der Stufe noch hier. Wobei, na, bald sind wir Level 9. Ist Vieh hier zerstört. Giftsack. Aber wir hatten doch schon mal solche Viecher. Wo wir auch Giftsäcke bekommen haben. Einmal hatten wir die schon. Was ist denn das? Ach, Pflanzenfasern. Danke fürs Gespräch. Das sind einfach nur Farne, wo du Pflanzenfasern raus ernten kannst. So. Ist ja noch irgendwo Flachs. Dann mache ich das nämlich noch Flugs hier. Was sind das eigentlich für Bäume hier? Und ganz andere Bäume hier. Also ich bin mir halt auch noch nicht 100% sicher, woran wir Lehm herkriegen. Ne? Ein Fels. Ob es da besondere Erde gibt, wo man graben muss. Hab's ja schon mit dem Matsch versucht, aber da haben wir nichts rausbekommen. So. What the fuck? Was ist das für ein Geräusch? Ja, das Miasma. Das hat sich trotzdem komisch angehört. Kampfmusik. Was ist? Wo ist? Wer ist? Ah, Fledermäuse! Hallo? Fellfetzen? Okay. Naja. Der Boden sieht schon ein bisschen verdächtig aus, aber... Hm? Ich glaube, da kriegt man Ablasserde, wenn überhaupt raus oder Stein. Hm, da ist ein Weg. Distelsamen. Okay.
Na, wenn wir uns hier vorbei quetschen können und hier irgendwo unser Ding aufbauen könnten, hätten wir schon viel gewonnen. Ja, genau. Bin zu fett. Kommt da nicht durch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das können. Ah ne, da müssen wir schon ins Mias machen, ne? Ich probier's aber. Ah, das, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ja, da kommen wir hier wieder auf die Anhöhe. Ah, dass ich so schnell hochlaufen kann, das wundert mich. Oh, ja, davon bewegen. Dachte er und dann wird's nichts. Aber kann ich mich doch... Ja, ich konnte mich hier hochrollen. So, dann können wir es hier von... nein. Von oben betrachten. Ja, schön wäre es immer. Ja, aber da kommen wir so nicht hin. Das schaffen wir nicht. Warte mal. Hm. Ah, unschön, aber okay. Unschön. Ja, wir sind debuggt hier, okay. Gegner, die rumbacken, die liebe ich am meisten. Ich treffe den Baum, jetzt treffe ich gar nichts mehr, okay. Okay, fort. Jetzt haben wir keine Mana mehr, Ausdauer meine ich. So, warte mal. Probier's mal mit. Ja, hat geklappt. Und jetzt sind die Bomben leer. Es ist jetzt auch nicht so tragisch. Aber das Ding hat hier wirklich blöd rumgebackt. Ja, das muss ich wirklich sagen. Komm mal runter. Wäre gerne hier oben, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, das wäre halt so schön gewesen. Aber das war das ist auch irgendwie nicht oben so richtig, ne? Ja gut, da wird uns nichts anderes übrig bleiben, halt wie im Mies mal rumzutappen. Dann bauen wir unseren Stein. Ja, den bauen wir jetzt einfach mal hierher. So, bam. Gut, hat jetzt keinen Schutz, deswegen kriegen wir jetzt auch keinen Ausgeruht-Bonus. Wenn wir da jetzt ein Haus drum bauen, täten, dann wäre das so, aber ja. Wie gesagt. Ich schaue mir das mal gerade kurz an, hier. Weil ich muss eigentlich dann auch wieder zum Ende kommen. Das hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, wie ich dachte. Ja, da wollen wir hin. Wenn wir von oben hätten kommen können, wäre es schöner gewesen. Distelsamen. Das ist mitten im Miasma. Verschluckt hier wieder. Zum Teil. Ja, ich würde sagen, Leute, das machen wir dann das nächste Mal. Ich werde es dann wieder nach Hause beamen. Unser Inventar, beziehungsweise das machen wir noch zusammen. Unser Inventar müssen wir ausräumen. Gut, ja, da haben wir jetzt halt wieder so einen Spot, wo wir nicht aufgedeckt haben. Das ist aber auch wieder Miasma mehr oder weniger. Ja, wenn man so sieht, es gibt so viele Flammenaltare hier, oder nee, nicht Altare, Schreine der Flamme, wo man immer ein Flemmle klauen kann. Ewiger Zauber. Das ist ja auch schon uralt, die Geschichte der Fäulnis, ne? Tja, alte Sachen, die wir ziemlich am Anfang bekommen haben. Eine schnelle Reise. Anstatt einer langsamen Reise, nehmen wir die schnelle Reise. Ha! Ich liebe solche Wortspiele. So, mal schauen, ob die daheim noch Quests haben oder so oder auch nicht. Nö.
Erstmal reparieren. War schon. Haben wir hier was Neues? Nee, haben wir nicht. So, was ich jetzt wahrscheinlich erstmal machen werde. Ich baue noch so ein Feld. Oder tu. Ja, mal schauen, vielleicht 30 Jahre und alles ab. Oder tu es umfunktionieren und baue da Flachs an. Das heißt, nee, stopp, wir tun uns zusammen mal noch die Bögen angucken, die wir bekommen haben. Legendär. Ah, der hat sogar 5 Aufwertungsstuben. Ja, was hat er? Attributsbonus, Stichschaden, Miasma, Schadensmagie und 2-mal, also 4-mal plus, also plus 4. Erhöhte Chance auf kritische Treffer um 5%. Raub beim Treffer Mana in Höhe. Ja gut, für was brauche ich Mana? Eigentlich ist Quark, aber okay. Ich lasse mich drauf ein. Weil wir haben über 1000 solche Münzen. Kraft 15 wird mal rauskommen, okay. Spanngeschwindigkeit 0,6 Sekunden. Ballgeschwindigkeit 7%. Gut, aber Miasma Magieschaden. Ich weiß nicht, ob das gegen Gegner, die im Miasma rumtappen, ob das überhaupt noch was bringt. Die sind doch da eigentlich dann immun, oder? Ja, der Kieferkürzbogen. Stichschaden oder Miasma-Schaden dazu noch. Das heißt, oder, ja, den gibt's halt dazu, ne? Kriegen wir hoch auf 17. Kunstvoller Holzbogen. Präzise, bösartig und brutal. Ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich schaue, wie hoch er kommt. 13. 14. Ja, das bringt uns alles eigentlich nichts. Ja, ja, get out. Ich schmeiß dich gleich raus. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Also unser Bogen, unser Alter hat 19. Hat halt Feuermagie-Schaden. Damit können wir auf jeden Fall punkten. Ne? Hat eine Crit-Chance. Und sonst, ja, hat Ausdauerkosten. Aber das haben die auch, oder? Ne, das haben die nicht. 15, das ist noch zu 19, da fehlt halt von der Kraft her halt schon einiges, ne? Maximale Haltbarkeit. Ja gut, das ist gleich. Stichschaden mir erstmal. Hä? Ich weiß es noch nicht, Leute. Der hat halt Stufe 12, ne? Der ist nur ungewöhnlich. Stufe 11. Ha! Ja, legendär. Legendär, aber Mana-Raub bringt mir halt gar nichts. Kieferkurzbogen. Ja, der bringt schon zweimal nichts. Den tun wir zerlegen. So. Ja, warum werte ich die Dinger auf, ne? Könnt ihr jetzt natürlich nachfragen. Da tue ich ja nur die Münzen raushauen. Aber ihr seht, guck. Da kriege ich wieder ganz viele Münzen zurück. Oder Runen. Und ich meine, der Wildkurzbogen, da findet man auch besseren. Da findet man noch einen besseren. Ich bleib da, obwohl ich da halt hier immer Ausdauer verbrat, bleib da besser bei dem Bogen. Na, die Frage ist halt, wir haben hier 4 Unterschiede zur Kraft. Haben halt hier verschiedene Schadensarten, haben halt 3 Stich mehr drauf und 6 Miasma-Magie-Schaden, ne? Und hier haben wir halt bloß unsere 3 Feuermagie. Ich glaube, dass der doch besser ist. Ja. Ja, komm, wir schmeißen den alten Bogen weg. Zerlegen. Und den neuen Bogen her. So. Problem gelöst. So. Gut. Schließen. Wirklich, muss das jetzt sein? Ja, es muss sein. Haha. Was will der von uns, ne? Ja, dann haben wir jetzt eigentlich mit dem Bogen nämlich gar keine Ausdauerabzug. Das ist eigentlich auch ganz nett. Das macht ihn eigentlich schon wieder gut, ne? Und mit den Schadensarten, ne gut, das Miasma-Schaden da, weiß ich halt noch nicht, ne?
Jetzt gucken wir mal, wo sind unsere Münzen drin? Hier, ne? Ja. So. Münzen, Münzen, Münzen. Wo sind sie hier? Gut, die, wo wir jetzt vom Bogen verwendet haben, die sind natürlich weg. Aber seht ihr, wir sind bei 900 schon wieder fast hier. So, da haben wir auch noch. Ja, dann kann ich den Bogen eigentlich auch zerlegen. Der bringt es dann überhaupt nicht mehr. Der ist auch veraltet. So. Wo sind denn die jetzt hin? Da sind sie. Herde des Donners. Da habe ich mal gesagt, die will den aufheben, aber wahrscheinlich wird man den auch irgendwann zerlegen. Ja, weil man da wirklich was Besseres, weil er dann auch überaltert ist. So, mit blinder Dingsbums. Ja, da müssen wir kurz was gucken. Wir können doch jetzt bestimmt noch unsere Flamme aufwerten. Ja, dann machen wir heute eine Stundenfolge draus. Was soll's? aufwerten. Miasma Seele. Ah ne, das gibt nur ein größeres Gebiet. Stärke die Flamme, das wollte ich, genau. Da brauchen wir einen blünderer Mutterkopf. Weiß nicht, ob man das bei jeder Flamme dann machen könnte, ne? Das wäre interessant, dass man Altare hinbaut. Also, was kriegt man hier jetzt? Wir kriegen zwei mehr Aktivierungskapazität, das heißt, wir können zwei weitere Altäre bauen. Die Miasma Passierstufe 3, wobei ich nicht weiß, was das bedeutet. Zeit im Miasma kriegt man Grund 7 Minuten. Mit unserem Trank kriegt man dann 9 Minuten. Charakterattributsbonus von 1 auf 2. Okay. Ich weiß allerdings wirklich nicht, was das bedeutet. Stärke die Flamme. Flammstufe erhöht auf 3. Jawohl. Perfektometer. Sieht das jetzt auch anders aus hier? Ja, sieht schon ein bisschen anders aus, oder? Und dann den Altar aufwerten, da brauchen wir, genau, da brauchen wir jetzt nur noch Miasma-Seelen. Wer hat Miasma-Seelen hergestellt? Ich glaube, der Alchemist, oder? War das so? Könnte der herstellen, meine ich. Miasma-Seelen. Sporen und Flüssigkeit. Ach, da muss ich wieder Flüssigkeit sammeln. Gut, das mache ich dann mal offscreen. Und dann wird man auch die Flamme nochmal aufwerten. Ja, gemeinsam sind wir stärker. Schön. Na, wartet mal. Ganz kurz. Ich will noch mal kurz die Nacht überspringen. So. Ja, Morgengrauen. Hehe, schön. Gut, ich will mal was gucken. Ganz kurz was gucken. Naja, nee, da hat sich jetzt nicht irgendwie was getan am Miasma oder so. Hätte ja sein können. Aber Passierstufe, ich weiß einfach nicht, was das bedeutet. So, jetzt haben wir mal ganz kurz was anderes. Und zwar, jetzt gehe ich mal ganz kurz hier hin. Ich will mal was gucken. Das ist nochmal rein interessenhalber. Ich erkläre gleich was. Lüdelüdelüd. Ja, es wird geladen. Ich meine, da hätten sie auch ein bisschen spannender machen können. Irgendeinen Tipp hinschreiben, wo sich keiner durchliest. Aber jo. Stärke die Flamme. Ah, nee, guck, das ist also übergreifend. Brut, Irrlicht, Würmkopf brauchen wir da dann. Okay, und Kupfer, Bernstein, Indigo-Pflanze. Ach, du Heiliger. Das haben wir noch gar nicht. Schleim haben wir auch noch nicht gefunden. Das wollte ich wissen. Also man kann jetzt nicht hergehen und die auch noch sozusagen stärken bei der Flamme. Aber ihr seht jetzt zum Beispiel, das ist halt die erste Ausbaustufe von dem Altar hier, ne? So, dann, das wollte ich wissen. Und jetzt, warte mal, wenn ich jetzt zum letzten besuchten Altar, dann müsste ich eigentlich wieder daheim hinkommen. Es ist also altarübergreifend. Ja, das war zwar der letzte Besuch, aber ich habe gedacht, der halt, dass wir da ansteuern. Ja gut, das geht aber halt auch nur, wenn du nicht im Miasma drin steckst, ne? Sonst geht das ganze Thema nicht. So, Leute. Ja, dann werde ich mal... Ja, wahrscheinlich mache ich jetzt komplett Feierabend oder so.
Aber ich werde das dann vorbereiten, den Flachs anbauen, dass wir vielleicht auch schon mal dann ein bisschen pflanzen können auch und damit wir wieder unsere Sachen aufwerten können, ein bisschen was Neues bauen und so weiter, ne? Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen, für diese lange Folge natürlich. Das ist nicht selbstverständlich, dass ihr bis zum Ende guckt. Wer es getan hat, kann mir mal einen Kommentar schreiben. Muss nicht viel drinstehen, aber ja, ich freue mich hier bei jedem Kommentar. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego. Bye, bye.